Wunderschönen guten Tag, YouTube. Herzlich willkommen hier bei eurem Philipp und bei der 5. Ausgabe von der LPK-Woche. Und heute habe ich mal ein schönes Thema im Gepäck, was mir oft gestellt wird. Und zwar, Philipp, wie erreiche ich denn die Nuke in MW2? Und diese Frage möchte ich hier beantworten. Es sind natürlich alles Impressionen, die ich über die Zeit gesammelt habe aus MW2. Also sicherlich sieht der ein oder andere das anders. Und da könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren am Ende dann schreiben, Philipp, da sehe ich aber einen Kritikpunkt, da denke ich, dass es anders ist. Und Philipp, da stimme ich dir zu. Aber wir fangen am besten mal an. Ich habe 4 Oberpunkte. Und der erste Oberpunkt ist Waffensetup. Also ist es enorm wichtig, mit welcher Waffe ihr spielt. Denn bei mir persönlich ist es halt so, ich muss eine Waffe nehmen, mit der ich eben gut klarkomme. Und das ist eben zum Beispiel bei mir so die Vector. Jetzt muss ich auch ganz schnell noch sagen, ihr werdet nicht nur Vector-Gameplay sehen bei MW2, um Gottes Willen. Es kommt dann auch mal was anderes, ja. Aber die Vector ist einfach übelst geil. Ich muss es nochmal so sagen. Ich liebe diese Waffe. Probiert sie einfach mal aus, wer es noch nicht gemacht hat. Wobei die meisten haben mir eh geschrieben, ja, die ist geil. Und wollte ich nur nochmal am Rande gesagt haben. Also ihr müsst eine Waffe nehmen, mit der ihr gut klarkommt. Es gibt natürlich Leute, die erreichen in jedem Gameplay die Nuke. Und die können mit egal welcher Waffe die Nuke erreichen. Es gibt Leute, die machen nur mit Messer, mit Messern eine Nuke. Alles okay, alles wunderbar, aber wenn, ich rede jetzt hier von dem Standardspieler, der vielleicht auch mal um die Nuke kämpfen muss, der sie nicht so oft erreicht. Und der sollte eine Waffe nehmen, mit der er eben gut klarkommt. Und auch Perks, die er kennt, mit denen er weiß, okay, so habe ich damit umzugehen. Und bei mir ist es halt so, Feuerkraft ganz klar muss dabei sein. Genauso wie Plünderer Pro. Ich meine mal, ich muss viele Abschüsse machen. 25 am Stück, ohne zu sterben. Und ja, das ist viel. Und da ist die Muni dann irgendwann mal alle. Und deshalb, wenn ich einen Gegner getötet habe und seine Muni aufnehme, was gibt's Besseres? Und natürlich als drittes Perk Ninja Pro. Ich persönlich bin der Meinung, Ninja Pro ist unabkömmlich. Ich brauche einfach Ninja Pro. Glaubt's mir einfach. Ich brauche es. Es ist egal, was ich spiele. Ninja Pro, wenn es dabei ist, geht schon mal rund. So. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und zwar die Map. Die Map ist sowas von entscheidend. Auf so einer Map wie Skid Row hier, die sehr geschlossen ist, Gebäude, nicht so viele offenen Flächen, da ist es später für die Abschussserien, was der dritte Punkt ist, sehr entscheidend, dass man eben vorher guckt, was für eine Map da läuft. Wenn es eine offene Map ist, à la Wasteland, da kann man da eben fast jede Abschussserie machen, nehmen, Entschuldigung. So, also, und das ist nämlich dann auch schon der dritte Punkt, die Abschussserien. Guckt vorher, was für eine Map habt ihr. Habt ihr eine geschlossene Map wie diese hier, ist es relativ schwierig, den Helikopterschützen und die AC-130 vor allen Dingen zu nehmen. Die Leute flüchten schnell in die Gebäude und schon habt ihr Pech. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich habe jetzt hier die AC-130 mitgenommen. Ich hätte lieber den Chopper-Gunner mitnehmen sollen. Aber ja, die AC-130 hatte ich halt noch drin, hab's nicht gemerkt, aber ich habe halt im Nachhinein dann auch gesagt, mein Gott, warum nimmst du die AC-130 mit auf der Map? Also guckt vorher nach, was sind das denn für Maps, auf denen ihr spielt? Und ich sag's mal so, meine persönliche Abschussserien, Belohnungsfavoritensystem-Automatik, ja, ich weiß, völliger Schwachsinn, was ich hier gerade erzähle, ist der Harrier-Schlag, der Hubschrauberschütze, beziehungsweise, was ich schon meinte, die AC-130 und dann natürlich logisch, die Atombombe, sonst kann ich sie ja nicht schaffen. So, natürlich kann man auch drüber reden, schafft man es vielleicht auch mit der Predator, bloß meistens macht man auf bestimmten Maps eben nicht um mit irgendeinem Triple Kill oder so und hat dann den Harrier oder sonst was erreicht. Also es ist sehr schwierig und Payflow geht natürlich auch. Es gibt natürlich auch Leute, die machen das mit einer Drohne, mit einer Konterdrohne und mit einem Notfallabwurf oder mit einfach so einem Abwurf da. Wer so eine Nuke hat, rüber damit. Mir schicken. Will ich haben, nehme ich, kommentiere ich. So. Und diese Abschussserien sind eben auch sehr entscheidend, weil man sollte eigentlich immer Abschussserien nehmen, die eben für einen Kills machen, wo man nicht selber so viel machen muss. Es sei denn, man hat ein sicheres Fleckchen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ihr dann im Hubschrauberschützen sitzt oder in der AC-130, dann müsst ihr euch irgendwo verstecken. Sonst kommt einer und zack, ist das Messer am Rücken. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich viertens, beim Zocken. Was muss ich beim Zocken machen? Es ist ganz wichtig, ruhig bleiben. Ruhig bleiben beim Zocken. Nicht nervös werden, wenn dann die 11er Abschussserie da ist. Wenn ihr wisst, okay, jetzt geht's vorwärts. Jetzt kann ich es vielleicht schaffen. Das ist ganz wichtig. Bleibt dabei ruhig. Nicht einfach drauf losrennen, wenn ihr irgendwo einen Gegner seht. Taktisch vorgehen. Achtet auf Ninja Pro. Notfalls auch, wenn ihr nicht wisst, ist da wirklich ein Teammitglied. Einfach auch notfalls aufs Teammitglied ballern, weil ihr vielleicht denkt, ja, das ist ein Feind. Lieber so, als einmal zu wenig geballert und schon seid ihr tot. So, und jetzt seht ihr, ich habe die AC-130 erreicht
und suche mir jetzt hier mein Fleckchen, wo ich mich sicher fühle. By the way, es ist eigentlich auch gut, Claymores mitzunehmen, weil man sich eben so seinen Bereich absichern kann. Habe ich hier nicht dabei, aber ist auch nochmal so eine Idee, Claymore mitnehmen. So, jetzt räume ich hier noch ein bisschen auf und dann habe ich gleich die AC-130 und ich sag's jetzt mal noch, ich saß mit dem Max von der Crawler Company zu dem Zeitpunkt im Skype, er hat gezockt, ich habe gezockt und ich meinte jetzt, ich habe die AC-130 und jetzt geht's gleich los, ich glaube, ich schaffe die Nuke und hatte mich eigentlich schon gefreut, weil ich bin ganz ehrlich, ich erreiche nicht jede Runde die Nuke, ich gehe auch sehr, sehr selten auf Nuke, ich spiele irgendwie lieber mit Abschussserien, die ja, fast fürs ganze Team was bringen und ach, ich bin nicht so ein Nuke-Fan. Ich finde die Nuke okay, aber mich würde es auch nicht stören und das kommt ja auch nicht so, dass in MW3 nicht dabei ist, stört mich überhaupt nicht, finde ich völlig in Ordnung. Super. So, und nun passt auf. Jetzt gleich habe ich die Nuke und leider könnt ihr ja meine Stimme nicht hören, aber ihr könnt mir eins glauben, die Nachbarn und auch der Max von der Crawler Company, die haben sich ganz schön erschrocken, denn jetzt habe ich die Nuke und freue mich wie Sau. Mach noch Abschuss und nun passt auf. Passt auf, was jetzt passiert. Runde zu Ende. Schlimmer kann es nicht kommen, ganz ehrlich. Ja, also so, guckt auch, was für ein Spielmodus, ganz ehrlich. Habt ihr so eine Scheiße hier, ja, dass ihr Team Deathmatch spielt, wo es einfach viel zu knapp ist. Da ist eine Nuke zwar möglich, aber meistens kann man sie dann nicht auslösen. So, ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen. Lasst mir Feedback da. Seht ihr das auch so? Oder wo sagt ihr, naja, Philipp, das ist ein bisschen fail, was du gesagt hast. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage und, halt. Jetzt lade ich noch ein zweites Video hoch oder habe es vielleicht auch schon hochgeladen, werde es verlinken und zwar wegen Samstag. Was ist Samstag los? Ich werde dieses Video halt nochmal, wie gesagt, verlinken, damit ihr wisst, welches TS, wie läuft es nur ab und so weiter, weil die Fragen kommen immer noch und dann könnt ihr Samstag nämlich dann auch joinen, damit wir zusammen zocken können. So, ich habe jetzt ein bisschen überzogen, komm, scheiß drauf, das war es jetzt wirklich gewesen. Die Verlinkung ist irgendwo zu sehen. Bis zum nächsten Video, euer Philipp Tschüssikowski!